Morbus Gaucher ist eine Speichererkrankung, die dadurch bedingt ist, dass auf vererbter Basis ein Enzym fehlt, das das Molekül Glucocerebrosid abbauen soll. Diese Speicherung geschieht im Lysosom, das ist eine Zellorganelle, deswegen sprechen wir von einer sogenannten lysosomalen Speichererkrankung. Die frühzeitige Diagnose beim Morbus Gaucher ist auf der einen Seite wichtig, um frühzeitig eine Therapie beginnen zu können und damit die Patienten von ihrem Leiden zu befreien. Auf der anderen Seite bedeutet eine verzögerte Diagnose auch das Risiko für irreversible Komplikationen, wie zum Beispiel das Zugrundegehen von Knochenmaterial und Ähnlichem. Typische Symptome, mit denen Patienten mit Morbus Gaucher erstmals zum Arzt kommen, sind die Blutungsneigung, also dazu gehört dass man leicht blaue Flecken bekommt, dass man überdurchschnittlich häufig Nasenbluten hat oder eine starke Regelblutung hat, also diese Blutungsneigung. Dann sind es die Abgeschlagenheit, Müdigkeit, die oft sehr im Vordergrund ist, oder auch Knochenschmerzen. Das können mehr so chronische Knochenschmerzen sein, aber auch krisenhafte Schmerzen über einige Tage. Wenn man dann so die Routine Blutbild und so macht, dann fällt schon die Blutarmut und die Armut an Blutplättchen auf und in einem Ultraschall sehr oft eine vergrößerte Milz. Leider ist es so, dass es in der Praxis der Weg vom ersten Symptom bis zur Diagnose meist mehrere Jahre lang ist, manchmal sogar über 10 Jahre. Ja, das ist ganz typisch, dass Patienten, wenn sie eine Diagnose bekommen, eben auch die Diagnose Morbus Gaucher, zumal erstmal eine Erleichterung erfahren, weil oft der Leidensweg ja oft schon viele Jahre gedauert hat, dass man überhaupt einmal zu einer Diagnose kommt, die die Beschwerden, die die Patienten haben, auch wirklich erklären kann. Es ist heute sehr einfach, auf Morbus Gaucher zu testen. Es gibt von Firmen zur Verfügung gestellt so Trockenblutkarten, wie es der eine oder andere vielleicht aus dem Neugeborenen-Screening kennt. Da werden ein paar Tropfen aufgetropft und an ein Labor geschickt. Das Ganze wird als Kit fertig zur Verfügung gestellt. Und man muss, wie gesagt, nur dran denken und Testungen machen bei Patienten, die eben eine Chance haben, diese Erkrankung zu haben. Auf der anderen Seite ist die Familienanamnese beim Morbus Gaucher wichtig, weil in bestimmten ethnischen Hintergründen, ganz besonders im aschkenasi-jüdischen Hintergrund, die Erkrankung viel, viel häufiger ist. Also dafür ist die Familienanamnese, da kann die Familienanamnese auch wegweisend sein. Morbus Gaucher ist eben eine Speichererkrankung und die Speicherung kommt dadurch zustande, dass ein bestimmtes Molekül, eben das Glucocerebrosid, so heißt dieses Fettmolekül, nicht weiter abgebaut werden kann. Und um diesen Abbau wieder in Gang zu bringen, gibt es sogenannte Enzymersatztherapien. Das heißt, der Patient bekommt in regelmäßigen Abständen, typischerweise alle 2 Wochen, eine Infusion mit einem Enzym, mit dem Enzym, das ihm fehlt. Das andere Therapieprinzip ist die sogenannte Substratreduktionstherapie. Auch diese Therapieform hat gezeigt, dass sie sehr effektiv ist, kommt aber nicht für alle Patienten mit Morbus Gaucher in Frage. Unter den heutigen Therapien ist beschwerdefreies Leben für Patienten mit Morbus Gaucher definitiv möglich und auch, man muss sagen, der Normalzustand. Die meisten Patienten mit Morbus Gaucher können wirklich in all ihren Krankheitssymptomen effizient behandelt werden. Heute habe ich ein normales Leben, ganz ein normales, mit ihm Radl fahren und spazieren gehen und Kinder und Enkeln. Ja, es ist einfach herrlich, dass ich das haben darf. Sehr viele Patienten mit Morbus Gaucher wenden sich sehr gerne an die Österreichische Gesellschaft für Gaucher-Erkrankung. Das ist eine sehr aktive Patientenorganisation, die es hier gibt. Da erhalten sie Patienten
neben dem Austausch mit anderen Erkrankten auch die neueste Informationen zu laufenden Projekten und auch zu auch medizinischen Inhalten. Ich kann also Patienten mit Morbus Gaucher nur empfehlen, sich auch hier in Verbindung zu setzen und einen Austausch zu suchen. Wir sind Freunde. Wir freuen uns, wenn wir uns alle Jahr sehen. Und es ist wunderschön zu beobachten, wie es allen jetzt gut geht. Ich denke, das Um und Auf ist immer wieder die Fachdisziplinen, die medizinischen Fachdisziplinen, die einen Patienten mit Morbus Gaucher sehen könnten, eben besonders Hämatologie, Gastroenterologie, aber auch Orthopädie, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass, obwohl es eine seltene Erkrankung ist, sehr wohl Patienten bei den entsprechenden Spezialisten auftreten können und dort eben auch erkannt werden können.